choice, go fight against your fate. Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Honkai Star Rail. Na verdammt. So. Alles klar. Küsschen. Yeah, wir sind hier weiter in der Story von Pinakuni. War hier irgendwie was? Ich glaube nicht. Ne? Ich kann trotzdem mal gucken. Naja. Von hier aus sah aus, als würden die irgendwie so sich küssen, was ich letztens gesehen habe. Jetzt sind sie tot. Und ja, in der letzten Folge haben wir weiter die Story von Pinakuni hier weit gemacht. Wir haben eine Menge Informationen bekommen und ich sehe da hinten was. Guck mal, den habe ich doch gerade gesehen. Das ist doch nur eine Hälfte der Schnurrbart. Hier gibt schon wieder neue Vögel. Rotzvogel. Piep, hallo, willst du mir die Clown schütteln, Piep? Ich bin sehr beliebt am großen Baum. Mit dem Vögelchen, die meinen Clown schütteln wollen, könnte man ganz Traumstadt füllen, Piep. Was ist los? Sie sieht irgendwie abwesend aus. Bist du schüchtern? Versuchen eine Clown zu schütteln. Ach, das hätte ich fast vergessen. Origami-Clown sind zu klein zum Schütteln. Piep. Bist du mein verhaltener Freund? Sagen wir einfach, wir hätten uns im Herzen die Clown geschüttelt. Piep. Alles klar, gut. Und ja, wir haben in der letzten Folge weitergemacht, die Story von Pinakuni. Und keine Ahnung, da ist eine Menge passiert auf einmal, habe ich so ein Gefühl. Ne? Wir sind Butel begegnet. Es ging, als würde im nächsten Moment ein unheimlicher Zug langsam die Haltestelle einfahren, um dich an einen dunklen Ort ohne Wiederkehr zu bringen. Das ist so aufregend. Ohne zu zögern, entschließt du dich zu bleiben. Wer könnte schon einen mysteriösen Zug widerstehen? Plötzlich scheinen viele Leute um dich herum aufgetaucht zu sein, obwohl du sie nicht sehen kannst. Weißt du, dass alle Passagiere sind, die auf diesen Zug warten? Ja, der Zug nähert sich. Okay, vielleicht ist der Zug auf dem Weg hier in Schwierigkeiten geraten, wie zum Beispiel ein Stellaron, der einen Weg blockiert. Er wird das Hindernis bald entfernt haben und in sich kommen. Warten und hoffen. Er ist beinahe hier. Es wäre unüblich, wenn du jetzt gehen würdest. Du holst Tiefluft und lauscht den Geräuschen der Passagiere. Sie sagen, dass es einen Zug kostenlose Snacks gibt und dass er bald ankommt. Dass es im Zug kostenlose Snacks gibt und dass er bald ankommt. So. Angeregte Gemurmel der Passagiere erfüllt die gesamte Haltestelle. In der Gesellschaft deiner imaginären Freunde überlegst du, ob du auf deinen nächsten Zug warten sollst. Geduld ist eine Tugend. Der Zug rauscht von einem unermesslich weit entfernten Ort her und er ist voller Affen mit Hüten, Spinnen und mit Schuhen und tanzenden Würmern. Der Zug lässt ihre Fröhlichkeit dort zurück, wo er sich gerade befindet und bahnt sich seinen Weg durch einen mit samt Rubin gepflasterten Ozean. Er eilt der nächsten Haltestelle in die Traumlandschaft entgegen und jetzt ist der Moment gekommen, an dem er stehen bleibt. Nichts ist passiert. Liegt es daran, dass du keinen Fahrschein gekauft hast? Er ist mit diesen gestaltenlosen Geistern abgefunden und hat dich nun zurückgelassen. Es ist wahrscheinlich noch nicht Zeit für dich, sagst du dir. Es ist nicht immer von Vorteil, eine gute Vorstellungskraft zu besitzen. Alles klar. Aber genau das sind die Sachen, warum ich dieses Spiel so mag. Der Humor dieses Spiels ist... Ist schon eine Sache für sich, ne? So, wir haben in der letzten Folge die Story von Pinakuni zum dritten Mal jetzt weiter gemacht und wir waren voll auf dem Trip, ey. Und ja, wir haben eine Menge Informationen bekommen. Butil ist aufgetaucht im Zug, wo Danhang noch war, hat ihn mit einer Pistole bedroht und ein paar Informationen über Achon gegeben. Achon verlässt, glaube ich, Pinakuni, weil sie irgendwie bedroht wird von den Uhrmacher. Sparkle ist ein bisschen Chaos am Stiften und verteilt Selbstmordbomben an Leute, die sie alle bei der bei dem Harmoniefest jetzt zünden sollen. Und unser Hauptcharakter hat Glühwürmchen hier wieder getroffen, welche am Leben ist. Und wir sind mit Welt jetzt hier. Wahrscheinlich außerhalb der Traumlandschaft, so wie ich da verstanden habe. Also die letzte Folge kam mir irgendwie vor, als wäre irgendwie so die erste Folge einer neuen Staffel, ne? Und die sollte eigentlich nur dafür da sein, jetzt hier nochmal für alle so zusammenzufassen, was in der letzten Staffel passiert ist. Ungefähr so kam das irgendwie rüber. Da waren einfach so viele Informationen, so viele Plotpoints irgendwie, die gerade erschienen sind und so. Und ja,
weiß ich nicht. Da war schon so ein bisschen Overload an Informationen. Aber jetzt sind wir hier. Wir rocken Robin, die wir ja beim letzten Mal gezogen haben, nach ungefähr 4-5 Puls. Ich sitze hier immer noch auf, weil ich bin schon bald bei 30.000 Ocken. Ich habe so viel. Ich habe einfach so viel. Wenn ich jetzt den zweiten Charakter nicht hier hätte, dann würde ich sogar die Gacha spielen. Aber ich habe Topaz schon. Ich habe schon geplant, hier irgendwie die Dings hier zu spielen. Ich habe so viele Punkte, ne? Und ich kriege auch immer mehr Tickets hier, weil hier immer noch dieses komische Event hier am Laufen ist. Nein, ich dachte, weil das hier immer noch am Laufen ist, ne? Weil die ja einfach mal noch mehr Tickets verschenken, ne? Da ist übrigens eine Anspielung an Marilyn Monroe, ne? Diese berühmte Szene, wo sie ihren Rock runtergehalten hat, als Wind irgendwie vom Boden kam, ne? Und ja, ich meine, das ist ein bisschen offensichtlich, ne? Mein Gott, man sieht voll ihre Hüften damit. So, sie scheint sich aber nicht dadurch gestört zu fühlen. Keine Ahnung. Und ja, wir machen ja weiter. Ich weiß nicht, ob wir mit dem Bein schon geredet haben. Als ich hier dieses Gebiet noch mal reingegangen bin, hat mein Hauptcharakter gesagt, oh, ich soll vielleicht mit den Leuten hier reden. Ja, machen wir noch mal. Nein, anscheinend noch nicht. Ja. Der Glühwärmchen ist Sam. Damit haben wir... sag mir genau, wer genau ist eigentlich Sam? Ja, ne? Ich kann schon, ihre Stimme ist jetzt ein bisschen anders. Ja, vielleicht spricht sie jetzt irgendwie ein bisschen anders. Sie klingt viel ernster gerade. Haben die ich nach außen hin haben sollen. Okay, ich glaube nicht, dass sie gibt mir Lebenskraft und Sinn und ist das und das ist auch die Gestalt, die ich nach außen hin hätte haben sollen. Also okay, warum konntest du mir nicht deine wahre Identität verraten? Ich habe es nicht persönlich genommen. Warte noch ein, zwei Monate, dann bist du auch in mein Team. So, ich habe es gar nicht gelesen, was die Frage da war. Sollen die Stellar und Jäger auch ein Stück vom Vermächtnis? Ich glaube nicht, ob Elio so vertrauenswürdig ist, wenn ich glaube, Elio ist ein Mann, ich weiß es aber nicht. Aber wenn er einfach irgendwie Befehle gibt und sagt, oh, mach das einfach, alles wird schon gut gehen, dann weiß ich nicht, ob das so gut ist. Die Stellar und Hunters, die folgen ja alle diesem Skript. Und Elio soll irgendwie die Zukunft voraussehen können, ne? Elio ist ja der Anführer, glaube ich, der Stellar und Hunters. Unterhalten wir uns später. Sie klingt irgendwie voll außer Puste, was sie wahrscheinlich auch ist, ne? Aber irgendwas an ihrer Stimme klingt irgendwie anders, ich weiß es nicht. So, Welt, mein Mann. So. Erzähl mir von Archons Klingenhieb. あれほど恐ろしい力が秘められていたとは思いもしなかった。アベンチュリンさんの力がその後に由来するものでなければ無教全体に影響が出ていただろうな。その言葉を負担に感じる必要はない。君の体内にあるあの性格がなくてもアベンチュリンさんは他の方法を。いつもがマイン・ゲフェアリヒ。いつもに、フィーチュー・スターク、イングリー、アビサク、フィー、モメント。 Ich habe noch niemanden gesehen, der so stark ist im Spiel.
Was hältst du vom Galaga? Warum fangen wir nach ihnen jetzt auf einmal? Ich meine, wir haben auch herausgefunden, was mit ihm los ist, aber. ファミリーと一緒に現在のピノコニーを築き、そして何らかの理由でファミリーと決別したと。だが問題はそこにある。君たちは明らかに凶悪事件の調査をしていたのに、保安官である彼はなぜ話題を変え、自分や時計の過去を語り始めたのか。ウェルダ、ウェルダ、ちょっと、ま、ベメアク。 Was für Glühbirche und die Besatzung angeht. Hat Glühbirche dann auch ein Kopfgeld? Weil Blade, Kafka und Silberwolf haben alle ein Kopfgeld. Sie sind alle gesuchte Verbrecher. Sieht man immer in ihren Trailern, sieht man immer den genauen Wert irgendwie, wie viel die wert sind, irgendwie so. Ich weiß nicht, irgendwann 100.000 oder irgendwie so, keine Ahnung, 1 Million, ich weiß es nicht. Viele Nullen waren das jedenfalls. Ich weiß gar nicht genau, was Kafka überhaupt gemacht hat. Ich weiß nur, hat Silberwolf. Silberwolf ist halt eine Hackerin, ne, die hackt sich in alt rein, ne? Oh, da ist noch ein. Die hat sich wahrscheinlich in sehr viele holprigen Sachen schon eingehackt und so, ne? Und ist die berüchtigste Hackerin im Universum. Und Blade hat eine Menge Leute abgemetzelt auf dem zweiten Planeten, auf dem dritten Planeten. Zweiter. In dem Spiel dritter Planet, ja. Ich bin ein nutzloses Vögelchen, dass man nicht mal sein eigenes Netz bauen kann. Ich eigne mich nur für ein Leben in einem Müllbeutel, Piep. Dieser Müllbeutel gehört mir. Ich konnte einfach mein eigenes Nest verteidigen. Ich bin der nutzlose Vögelchen der Welt, Pieper. Mr. Armfremder, ich gebe dir diesen Müllbeutel. Na, jetzt fühle ich mich schlecht. So, du hast mir noch nicht mal Ding zu geben. Oh. So, ich habe offscreen. Übrigens, Robin, ein bisschen hochgelevelt, ne, auf Level 62. Ich habe ihr hier das gegeben auf Level 20. Das sind 3 Sterne-Dingen, was nicht so gut ist. Dann habe ich aber gemerkt, dass hier, wenn man dieses Event spielt, ne, wozu ich erstmal die Story weitermachen muss, da bekommt man ja auch einen Lichtkegel. Hab ich letztens schon irgendwie mitbekommen. Und da ist ein Harmonie-Lichtkegel. Und ich glaube, dieser Harmonie-Lichtkegel ist explizit hier für Robin irgendwie so ein bisschen designt. Oder so ein bisschen drauf auf sie abgetrimmt, ne? Weil man kriegt ja sogar die Sachen, die man hier braucht, um sie hochzuleveln. Aber damit bin ich schon fertig. So, ja. Ja, das ist auf jeden Fall definitiv für sie abgestimmt, weil ihr Playstyle, so wie ich das herausgefunden habe, ist, man will sie so oft wie möglich ihre Ultimate einsetzen lassen, ne? So, ich habe hier alles auf. Normaler Angriff ist auf 5, alle anderen Sachen sind auf 8. Das ist normalerweise immer der Punkt, wo ich auch sowieso schon aufhöre, weil ab da wird es immer ein bisschen schwierig, weil man die Dinger braucht und die Dinger kriegt man immer nur einmal in der Woche und durch einige Events. Und ja, deswegen, da muss man sich ein bisschen überlegen, wo man die reinpackt, in welchen Charakter oder irgendwie sowas, ne? Und ja, deswegen tue ich normalerweise immer nur bis Level 8. Den normalen Angriff tue ich meistens immer maximieren, weil warum nicht, ne? Und ja. Außerdem braucht man hier, um die passiven Fähigkeiten auch noch hier freizuschalten, braucht man auch diese Dinger. Also die Dinger muss man sich mal überlegen, wo man die reinpackt, ne? Deswegen tue ich immer erst so ab Level 8 aufhören, ne? Und ja, keine Ahnung. Ich habe mal so nachgeguckt, wieso ihr Spielstil ist. Ihr Spielstil ist einfach so oft wie möglich die Ultimate einsetzen. Sie skaliert auf Angriffskraft, was ich auch nicht gewusst habe, weil hier sieht man. Da im Staatskonzert wird der Angriffskraft alle Verbündeten in Höhe von 20,9% von Robins Angriffskraft plus 162 erhöht. Also das ist immer das, was man gucken muss, ne? Welcher Charakter, weiß nicht. Ja, bei normalen angreifenden Charakteren ist immer Angriffskraft eigentlich, ne? Bei Schadenscharakteren, aber hier bei Heilern zum Beispiel, keine Ahnung, die Ultimate zum Beispiel, ne? Verbündeten stellen sofortigen LP in Höhe von 13% der maximalen LP von links, also bei ihr braucht man HP, ne? Bei einigen Charakteren braucht man Verteidigung. Der Hauptcharakter zum Beispiel
skalierter Verteidigung. Alle anderen Charaktere sind meistens auf Angriffskraft oder AP. Und ja, ich wusste erst nicht, was für ein Set man sie für sie benutzen soll. Deswegen habe ich mal nachgeguckt und anscheinend braucht man zweimal ein Angriffsset, um ihren Angriffskraft zu erhöhen, weil je höher ihr Angriff, desto besser wären ihre Buffs, während ihr Ultimate. Ne? Also es gibt im Moment zwei Angriffssets, was also perfekt ist. Ne? Und als andere braucht sie eigentlich nicht. Sie braucht keine Geschwindigkeit, sie braucht keine HP-Verteidigung oder so. Also das macht es ein bisschen einfach, sie zu bauen. Also die Dinger hatte ich eigentlich schon relativ schnell fertig, nur halt noch nicht fertig aufgelevelt. Deswegen war es jetzt ehrlich gesagt nicht so schwer, sie jetzt so ein bisschen hochzuziehen. Sie ist immer noch nicht auf. Sie ist immer noch nicht komplett hochgelevelt, ne? Sie ist noch nicht an 80. Aber für die paar Folgen, ich will heute ja nur eine Folge aufnehmen. Also für eine Folge wird das bestimmt noch reichen. Ich glaube jetzt nicht, dass ich so viele Kämpfe jetzt hier machen werde, ne? Deswegen habe ich noch eine Woche Zeit, so sie weiter hoch zu leveln. So, was heißt die Quelle allen Lebens und die Wiege der Zivilisation? Es verfeuchtet den trockenen Boden, Tropf für Tropfen und direkt vor deinen Augen. Im Laufe der Jahre erlöschen manche Sterne, während andere geboren werden. Dieser kleine und feuchte Flecken Land wird auch blühendes Leben hervorbringen. Leben, das nur in diesen Ort gehört. Wenn diese Wissenschaftler diesen kleinen Pfütze kommen, um ihre Geschichte zurückzuverfolgen und nach oben in den Himmel schauen, fragst du dich, ob sie durch Wunder bewegt werden, dass aus einem einzigen kaputten Wasserrohr entstanden ist. Wenn dieser Tag kommt, wird das Wasser in diesem Rohr bestimmt als göttliche Sache betrachtet und es wird unmöglich daran zu kommen. Wenn das so ist, warum nimmst du dann jetzt nicht einen Tropfen für dich? In ein paar Bernsteinzeitern, dann könnte es dich zum Millionär machen. Festes Wasser. Ja, die Dialoge und Monologe in diesem Spiel sind einfach, ich finde die klasse. Das ist so ein schräger Humor. Ich höre schon wieder einen Vogel. Sparto? Alles klar. Sagen wir euch einen Vogel. So. Diese Bude ist größer als mein Haus. Okay. Ist das hier so ein Drogenviertel von Pinakuni? Verdammt, das war wirklich gute Ware und die Diebe haben alles mitgenommen. Ich habe nicht richtig aufgepasst, wäre ich doch nur nicht in so eine offensichtliche Falle getappt. Alles gut, solange unsere Leute noch da sind. Wir werden schon irgendwie eine neue Charge Traumblasen herstellen. Eines Tages lassen wir sie für alles bezahlen. Zweifach. Das war eine Frau. Ich habe gesehen. So, ich muss jetzt ja jede. Oh, nee, das ist zu wenig. Von mehr Dinger. So, irgendwo habe ich einen Vogel gehört. Ich habe irgendwo einen Vogel. Mein Gott, was du ja jetzt interagieren kannst. Der Ladenbesitzer vernahm die leise Stimme, die ihm baten, auf einen anderen Sender umzuschalten, damit sie Clocky und die Abenteuer der Origami-Vögel schauen konnten. Natürlich lehnte der mürrische Ladenbesitzer ab, da er versuchte, einen Verkauf abzuschließen. Was wollten die Kinder hier und warum belästigen sie ihn? Und so setzten sie sich die Kinder vor das Schaufenster und schauten sich alle sechs Teile von Clocky an, bis sie schließlich erwachsen wurden. Oh. So. Ich wusste es. Diesmal kriegen wir alle Vögel auf einmal. Ja, ich habe dich mit meinen super glänzenden Ausstrahlungen geblendet, Piep. Können die Federn eines Vogels das Licht heller strahlen lassen? Darüber werden wir sofort Nachforschungen anstellen, Piep. Fühlst du den Unterschied im Licht, Piep? Nicht wirklich. Verstehe, ich wechsle die Glühbirne und versuche es nächstes Mal wieder, Piep. Bis dann, eines Tages werde ich die Dunkelheit von nüchternen Bach in ein wahres Lichterfest verwandeln, Piep. UFO-Burger. So, irgendwo habe ich hier gerade Gegner gesehen. Ne, doch nicht. Nur das ist noch betrunkener. Boom, getroffen. Ich habe schon wieder am Vogel. Aus da. Da bist du ja endlich, junger Krieger, Piep. Siehst du diese Karte? Ich habe dort einen Ort für dich eingezeichnet, wo ein Schatz versteckt ist, Piep. Rat mal, was du darauf siehst. Zwei Riesen. Das war knapp. Fast hätte ich schon die Antwort verraten, Piep. Ich bin fertig mit meinem Text. Viel Glück, Krieger. Piep. Okay. Da sind
Eine Uhr und zwei hohe Türme. Tja, du hast leider keine Ahnung, was diese Karte sagen will. Nur ein Sofa. Außer plötzlich erregt aus irgendeinem Grund dieses Sofa deine Aufmerksamkeit wie ein Stern in einer verhängten Nacht. Aber warum? Es handelt sich offensichtlich nur um ein ganz normales altes Sofa ohne aufgefallenen Spiralfedern und einstellbaren Transformationszusammensetzung. Aber es ist ein Sofa, auf dem du sitzen kannst. Setz dich hin, setz dich hin, setz dich hin, ruft das Sofa zu dir. Na, von mir aus gerne. Du hast dich aufs Sofa fallen und all deine Sorgen lösen sich in Luft auf. Wenn du doch nur hier sitzen bleiben könntest, zumindest vorübergehen. Es ist Zeit zu gehen. Na, Hallöchen. Setz dich auf das Sofa. Das hat mir geholfen. So. Wenn ich hier schon so viele Vögel finde, dann kann das Gebiet ja gar nicht so groß sein, ne? Hallöchen, wie geht's, wie steht's? Soll ich für dich singen? Ja, auf einen Zug oder was ihr? Ich glaube, ich noch einen Vogel oder ist das Geplätscher? Ich glaube, das Geplätscher, weiß ich nicht. So, das war ein unheimlicher, krasser, blöder Ort. Wie geht's? Keine Ahnung. Lach gefälligst. Pff, ah! Das war einsammeln. So, jetzt müsste sie aber genug haben. Hallo, kann schon sagen, man tut mein allein nicht mehr. Nein, so irgendwie haben die auch jetzt hier irgendwie eingestellt, dass man jetzt hier irgendwie Charaktere markieren kann, ne? Mit so einem Sternchen. Dann haben sie den Genshin auch schon lange. Also, weil bin ich gut, dass das hier ist auch. Das ist überhaupt nicht gruselig. Clockys Finger zeigt in die Richtung Himmel, aber der Himmel am Traumflussriff wird von den Lichtern der Träume überstrahlt. Weder dass du voller Bewunderung über die Schönheit der Träume vom Himmel schaust, oder macht er sich über sie lustig, weil sie so heuchlerisch sind. Oder weist er dir den Weg nach oben, um die Geheimnisse dieses Orts zu ergründen. Die Essenz der Träume, okay. Ich nehme an, dass mein Charakter, der hat die ganze Zeit sagt, ne? Der hat die ganzen Sachen, die er denkt, ne? Die hier gerade passieren, ne? So, ich habe schon wieder das, ne? Oh, das ist schon mal anders. Ja. Mein Hauptcharakter ist merkwürdig. Wenn dann alles, den seine Gedanken sind, die ja hier ausgesprochen werden oder kommentiert werden. Habe ich dich erschreckt, Piep? Alle Vögel wurden von diesem gigantischen Clocky gefressen. Rat mal, warum ich noch hier bin, Piep. Weil du dich versteckt hast. Wo, falsch geraten, Piep. Weil Clocky keine Vögel frisst. Ich habe dich nur auf den Arm genommen, Piep. Deine Reaktion war ziemlich lustig. Bis dann. Ich komme später noch mal wieder, um dich zum Lachen zu bringen. Pommes-Eis. Oh. Erst Spaghetti-Eis und jetzt Pommes-Eis. Spaghetti-Eis ist gar nicht so geläufig, aber außerhalb von Deutschland, glaube ich, ne? Irgendwie gehört Amerikaner, irgendwie haben irgendwie noch nie davon gehört. Ich habe gar nicht gewusst. Gott, sie hat wie Five Nights of Freddy. Sie warte, da war was. Eine Sekunde, noch mal nach unten. Ja, wir müssen noch mal nach unten. Kann ich noch mal nach unten, bitte? Warte, bis der Aufzug kommt.
Nein, ich will auch nicht mehr. Dann hat er weggegangen, der Aufzug. Also ich nehme an, wir sind jetzt außerhalb von der Traumlandschaft, ne? この類似性の裏にある繋がりも気になるところだが、考えていても仕方ない。とにかく姫子たちと合流しよう。この道を右に曲がると防衛エリアだよ。そこなら人が多いから彼女たちの居場所を知っている人がいるかもしれない。そうそう、一緒に行かないのか。いや、genau。請求列車の人たちはまず仲間内で話し合う必要があるでしょう。oh nein。私はその間にギャラガーさんを探してみる。わかった。後で連絡を取り合おう。 ホタルさんが本当に信用に足立ミシャライムタゴン。判断するには、もう少し注意して見ておく必要がある。が、その前に話したい人がいる。クロキー、あお。一緒に行こう。君も気づいてるだろ。うん。いや、しょんざい、長い間。あそこだ。ホテルレバリーのドアボーイ。どうして彼がここにいる？ Oh nein. Yomi Sanga Yume o Kirisaite gara sore. Ich hoffe, der Aufzug ist auch unten, wenn ich jetzt wieder allein laufe. So, ignoriert übrigens meine Teams-Zusammenstellung, ne, für die Kenner hier des Spiels. Ich habe zwei Supporter, Bronya und Robin. Bronya habe ich noch nicht benutzt, deswegen weiß ich nicht. Ich wollte die auch mal ihr teilhaben lassen. Die ist auch jetzt im Intro drin. Ich habe ein kleines anderes Intro hier reingepackt. Da wollte ich halt, weil er nicht. Ich bin dachte, ist halt ein bisschen blöd, zwei Supporter im Team zu haben, ne? Aber wird schon klappen, ne? Ich rechne jetzt nicht so viele mit so vielen Kämpfen, ne? Irgendwie sind irgendwie nie so viele Kämpfe. So, ich mesh die ganze Zeit X jetzt, ne? Weil hier irgendwas war. Du kannst Glocke herbeirufen, Alp. Okay. Wenn du alle Marken sammelst, kann schon sein. Was? Oder das Ding geht weiter nach oben. Alles klar. In den Spuren von Glocke im Aufzugsschacht des Traum. Flussschiffs. Noch mehr Stellariade. So, ich browse ein bisschen hier mal auf mein Handy. So. Alles klar. Ich hör'n Vogel. Ich hör'n Vogel. Ich hör'n Vogel. Gemütlichkeit. Wow. Wow. Das sieht krass aus. Das sieht voll aus wie die Five Nights of Freddy Version von Pinakuni hier. Oh, da, ich hab's gewusst. Zerren. Hüpfen. Hochspringen. Hallo, wir wundervoll diese herrliche Landschaft mit dir teilen zu dürfen, Piep. Hast du die beiden Glockis gesehen? Das ist der Resultat der harten Arbeit für der Vögelchen. Er ist schon besonders, Piep, aber ich weiß nicht, wann er zurückkehrt. Das ist großartig. Piep, Piep, verglichen mit ganz Traumschatz ist das nur ein kleiner Bereich. Bis dann. Ich muss zurück zum großen Baum. Ich hoffe, durch Nüchternbach wirst du diese
Stadt verbleiben. Wie soll ich in diese Stadt verlieben? Mein Gott, meine Leseskills schon wieder. Eine Sammelspitze. Schauen wir uns erstmal hier um, bevor wir weitermachen. Ne? Das sieht aus wie ein Bällebock hier. Ah, da ist der Vogel. Wie viel haben wir hier? So, und da kriegen wir schon wieder. Nein, das Ding habe ich schon voll hochgelevelt. Boah. Ich habe extra voll hochgelevelt. Und ich dachte, ich habe schon ein paar von denen hier. Na. Hm. Ja. Oh, du kannst ja gut singen. Ich aber auch. Und zwar besser. Und ich bin hübscher. Was ist das hier? Jetzt müsste ich ja eigentlich mit Robin drüber stehen. Ne? Dann hätten wir gleiche Szene wie bei Marilyn Monroe. Der heiße Dampf unter den Kanaldeckel steigt wie ein Blitz in die Höhe, als würde er etwas jagen und verschwindet dann in Richtung Himmel. Genau, das ist eine großen 7 Kanaldeckel. Der Kanaldeckel, der jagt. Naja. Ich habe gedacht, vielleicht gibt es ein Archiv, man. Es gibt Achievements für Charaktere, wenn man bestimmte Sachen macht im Kampf oder so, weiß nicht. Da wird sogar hin und wieder so ein bisschen belohnt, wenn man die Charaktere sogar besitzt, ne? Da gibt es im Genshin nicht. Ich will es ja nur mal erwähnen. Vor langer Zeit versammelten sich hier in der Traumwerk, hier die Traumwerker und tauschten, boah. wundersame Ideen unter Kaskaden heiterer Gepleiros aus. Die herausragendsten Leute sind dafür gestorben und die brillanten Seelen wurden daraus geboren. Schlimmer Start. So, was kriege ich eigentlich? Die ganze Zeit sind das Sticker? Ich nehme an, das sind Sticker, ne? Zerren. Hallo Piep, lieber Passant, kannst du ein Rätsel für mich lösen? Warum können Noten und Ohren Freunde werden, aber Vögel können sich nicht in Katzen verlieben? Du nimmst ein großes Risiko. Wie soll eine gewöhnliche Person wie du schon die Liebe von Vögeln verstehen? Wie Katze, oh Katze, wieso bist du nur eine Katze? Es wäre viel besser, wenn du ein Origami-Vogel wärst. Piep, piep, leb wohl. Meine schnurrende Liebe, bitte weine nicht, wenn ich weg bin. So, what? Machen wir da jetzt gerade ein, habe ich gar nicht geguckt, wie viele hier sind. So 10, 20, okay. Ja, das war Lied, das hier in der Katze mit Glühwürmchen abgespielt wurde, ne? Als wir auf dem Dach waren. Ja, ich weiß, der Hauptcharakter und Glühwürmchen werden geschippt. Überwiegend der männliche Charakter, was neu ist. Oh, ein neuer Gast. Ich muss dir eine Fahrkarte verkaufen, wenn du nun zum nächsten Halt willst, Piep. Naja, ich bin gerade schon im Geisterzug gewesen. Mal sehen, Kartengerät. Wo ist mein Kartengerät? Piep, es ist aus, weil es kaputt. Weil es wäre. Sieht so aus, als wäre es kaputt. Boah, Leute. Ja, ich war schon ein paar Mal dort. Ich bin wirklich ein Inkompetenzvögelchen. Du solltest erstmal den in den Müll treffen, ja. Aber wenn ich es recht überlege, macht es einfach keinen Sinn, als junges Vögelchen seine Jugend hier zu verschwenden. Ich erinnere mich, dass Herr Straßenschild noch Tickets hat. Du kannst ihn fragen. Ich bin ein Origami-Vögel, der mit Stil Feierabend macht. Zeit zum großen Baum zurückzukehren und ein wohlverdientes Nickerchen zu machen. Piep. So, das hier wollte ich eigentlich untersuchen, ehrlich gesagt. Ein untergekommenes Schild mit einem verborgenen Münzeinwurf. Der vorausliegende Bereich ist verborgen. Bitte anstellen, um auf die Fahrt zu warten. Hinweis: An diesem Halt werden nur Eidenmarken akzeptiert. Du knallst die Augen zusammen und siehst den Text in feinen Buchstaben unter den Münzeinwurf gedrückt. Du weigerst dich, die Anweisung zu befolgen und wirst ein paar normalen Münzen in den Schlitz. Doch sie werden sofort wieder ausgespuckt. Da ist wohl jemand ziemlich wählerisch. Sie hat keine andere Wahl, als einen schweren Herzens deine Marken zu öffnen. Ich habe so viele von denen. Ich weiß nicht, was ich mit denen anfangen soll. Man kann Slotmaschinen spielen, aber die bringen einen nicht viel. Als eine Marke mit einem gluckernden Geräusch den Bauch des Schildes kullern, gibt es die ganze Haltestelle scheppernde Geräusche von sich. Es ging, als hätte sich irgendetwas verbunden und schon steht die Fahrt zur nächsten Haltestelle bereit. Bitte fahr damit fort, das Gebiet voraus zu erkunden. Okay.
Also ja, ich habe gehört, der Hauptcharakter, der männliche Hauptcharakter überwiegend wird mit Glühwürmchen geschippt. Weiß nicht, Träume von Rom ist ein Ensemble-Drama, das die große Geschichte der fünf Familien erzählt, die ein Gefängnis in den Planeten der Festigkeit verwandelten. Dieser knallroten Farben nach zu urteilen scheint der Film am Traumflusstriff nicht besonders gut angekommen zu sein. Also ja, es ist meistens Neues. Meistens werden irgendwie selber geschlechtliche Charaktere geschippt. Vor allem in dem Spiel hier, Bronja und Seele zum Beispiel. Oder hier Fushuan und Shinsei. Die Straßen sind zwar voller Leute und in der Welt gibt es zu viel zu entdecken, aber ich sehe nur dich. Pärchen posten immer einen Schatz wie den, ja, wenn sie ein Selfie machen. Herr Werbetafel, der immer noch Single ist, kann ich anders als die Nase über die Worte zu rümpfen. Oh. Soll man ja irgendwie weitermachen hier. So, hier mal ein Rätsel. Machen wir das. Wieder vorhin in den Slums von einem Ort gelandet. Decktag, Idiot, hör auf, dich umzusehen. Ich rede von dir. Deinem verhätschelten Verhalten nach Total musst du von der Oberseite sein. Hast du nicht die Wahrheit erkannt, nachdem du so lange hier warst? Ich habe gesehen, wie die Familie die Belohnung der Traumohren geplündert hat, und dann ist es Zeit zu schlafen. Der Traum ist eine kalte, gnadenlose Maschine, für die wir nur Treibstoff sind. Tick-Tack, Krieg, wir brauchen Krieg. Wir müssen sie aufhalten, zu besiegen, in Stücke reißen, mit allen Mitteln. Ja, lass mich dich mal kurz hier ein bisschen beruhigen. So, nein. Doch. Nein. Na, oh, das Ding ist neu, das hat man noch nie. Ach, hier ist noch eins. Ne, wäre gar nicht. Wie machst du denn das hier? Hey, warum wird das nicht gespiegelt? Geh da runter. So, hey. Nein. Ah. So, hey. Na, Aufnahme. Ja, wollte schon sagen. So, nein, stimmt so. Hey, wieso? Geh da rüber. Knifflige Dinger hier. So, so, nee. Boah. Oh, warte mal. So. Ah. Ah. Diese Puzzle sind lustig. Diese Puzzles sind lustig. Da Krieg ist wirklich fürchterlich. Wieso habe ich solche Gedanken? Krieg fort unzählige Leben. Was ist, wenn ich wegen des Krieges zu Altmetall werde? Wir müssen sanftere Mittel einsetzen, um das Problem zu lösen. Verhandlungen mit der Familie, höhere Sozialleistungen im Theater und bessere Arbeitsvorschriften. Nein, Krieg. Lass direkt durchdrehen, Leute. So. Habe ich da eingesammelt? Oh. Da irgendwie sagt sie nichts, wenn ich Truhen öffne. Weil sie soll ja auch stumm sein, ne? Glaube ich. Während ihrer Idle Animation sagt sie auch irgendwie nichts, ne? Weil sie tut doch singen, ne? Aber irgendwie, das wurde ja irgendwie erklärt, irgendwie, dass sie die Macht der Harmonie oder so benutzt, ne?
statt echt zu singen oder so, ne? So. So, ich muss ja jede Situation ausnutzen, sie hochzuleveln, ne? Wer weiß, ob ich sie brauche. Da ist wieder ein Kanal. Der Kanal erstellt heißer Dampf, der mit einer folgenden Explosion in der Welt herausströmt, wie bei der Explosion eines Vulkans. Zerstörung. Ganz genau, das ist der berühmte Sie. Das ist einer der berühmten 7 Kanaldeckel, der Kanaldeckel der Zerstörung. So, ich habe genug mit den Leuten hier geredet. Mein Gott, ich muss noch ein bisschen weiterkommen. So, Emotionen absorbieren, die kann man dann benutzen, um ja Quests, so kleinen Nebenquests zu machen. Also, Vader. Eine Sekunde. Uff, endlich hast du mich gefunden. Wenn du spät gekommen wärst, wäre die Werbetafel heruntergefallen und ich wäre mir auf den Kopf gelandet. Wie dumm kann ein Vögelchen sein und beim Versteckspielen hier liegen bleiben? Danke, pass nur auf, dass du dich nicht verabstürzt in Teilen getroffen wirst, Piep. Da liegt noch was zum Einsammeln, sehe ich gerade. Hallo, ich bin Wachmann Vader. Wie kann ich dir helfen? Na, wieder ein unbekanntes Gesicht. Wie soll ich dich ansprechen? Ich bin der galaktische Baseball. Ein Held, der den Baseballschläger schwingt, um Monster zu besiegen. Im Spiel und Animationsfilm ist so eine Figur bestimmt interessant. Dann heißt dich willkommen als Gast im Traumschiff. Den Geburtsort von Clocky. Ein verlorener Traum vergangener Tage und ein Ort, an dem die ruhmreiche Ära zu Ende ging. Hast du die Clocky-Statue gesehen, als du in Aufzug gestiegen bist? Sie ist eine richtige Kulturstätte am Traumlandriff und hat diesen Aufstieg im Fall miterlebt. Wenn du ein Clocky-Fan bist, solltest du unbedingt ein Foto davon machen. Ich wäre ein alter Freund von Clocky. Ja, verstehe schon. Wer wünscht sich nicht einen Freund wie Clocky, richtig? Clockys Cartoons bestehen bis heute und sie sind mehr als nur ein Film und eine TV-Serie. Sie stehen für den Wandel der Zeit, den Verlauf der Geschichte und den Geiste der Traumlandschaften. Der Umwachter mag es nicht zugeben wollen, aber ich bin davon überzeugt, dass Clockys Geschichten eigentlich sein sind. Anders ausgedrückt, sie sind die Geschichten von uns, den Leuten von Pinakuni. Neben meinem Wachjob sammle ich Objekte, die mit Clockys Erschaffung im Zusammenhang stehen. Damit will ich irgendwann ein Museum öffnen, aber der wichtigste Gegenstand fehlt mir noch, die Schlüsselbildanimation von Clocky. Sag mal, du kommst doch bestimmt oft darum, oder? Hast du schon mal davon gehört? Falls ja, sag's mir bitte. Was bekomme ich dafür? Ich habe eine umfassende Sammlung von Clocky-Figuren. Wenn du findest, was ich suche, kannst du dir eine aussuchen. Entschuldige meine endlose Zahl. Ich halte dich bestimmt auf. Ich will nicht mehr von deiner Zeit stehen. Viel Glück. Bevor du gehst, ein Hoch auf Traumstadt. Ja, diese Sachen, die finde ich irgendwie so komisch. Irgendwie kriegt man dafür was, aber irgendwie auch nicht, habe ich so das Gefühl. So, was passiert, wenn ich jetzt hier hingehe? Aber irgendwie kann ich nicht genau folgen. Dauerhaftes Ticket. Weil man kann mit voll vielen Leuten darauf interagieren, deren Emotionen ja verändern und so, und dann kriegt man auch immer so Kleinigkeiten, wenn man das schafft. Und der Planet Fristlichkeiten. Botel hinten. Neues Sticker, namenloser Held. So, ich habe die Vögel gesehen. Ja, Tick-Tack, verstanden, kapiert. Es ist alles falsch, mein Freund. Alles eine Farce. Der Traum ist falsch. Du bist falsch und ich bin falsch. Tick-Tack, wir sind alle nur Teil dieses künstlichen Traums. Sogar meine Probleme sind künstlich. Lege alles ab und steige mit mir in ein bodenloses schwarzes Loch hinab. Die Wahrheit liegt in der Vernichtung. Also, was wollte ich gerade sagen? Keine Ahnung. Schon wieder vergessen. Also man kann ja irgendwie diese ganzen Emotionen von den Leuten hier ändern, aber irgendwie finde ich ja irgendwie so komisch, weil ich irgendwie nicht genau, ach, da unten ist er, weil du musst irgendwie, weiß ich nicht, dann irgendwie selber irgendwie hier, weiß ich nicht, ja merken, wen du schon alles manipuliert hast und wen nicht, und das mache ich natürlich nicht, und ja, das macht die Sache ein bisschen nervig, finde ich.
Ja. Ja. Also ich habe das schon mit einigen Leuten gemacht, aber wie gesagt, ich muss mir jedes Mal merken, bei wem ich das schon gemacht habe und wen nicht. Und das mache ich, das schaffe ich nie im Leben, mir alles zu merken. Deswegen finde ich das ein bisschen nervig gemacht. Warte mal, da oben soll ich bestimmt lang, ne? Oh ja, das ist halt so komisch gemacht. Wenn ich wenigstens wüsste, bei wem ich das schon gemacht habe und bin ich, dann wäre es einfacher, aber ich weiß es nicht. Deswegen sehe ich manchmal irgendwie Leute. Warum tut mein Aufnahmegerät? Ich muss irgendwie mal mein Aufnahmegerät irgendwie mal neu einstöpseln oder so. Das hin und wieder immer wieder so eine Sekunde irgendwie am Stottern. Ich weiß nicht wieso. Wie komme ich hier rüber? Jemand sagt mir, das hier ist richtig. Ja, muss hier richtig sein. Ich habe schon alles hier ausprobiert. Nein, nicht dich, den. Den hier will ich. Muss ich so zurück? Boah. Boah. Alter. Ich krieg das nicht hin. Und so. Nicht rüber, Mann. Halt. Das sieht irgendwie richtig aus. Ich hänge gerade echt fest. Oder? Boah, Leute. Ich dann darüber. Sind noch irgendwas, mit euch interagieren kann? Warte. War. Hey, ich krieg das nicht hin. Hier rüber. Ah. Na schon, ich hab's schon fast hier erledigt, ey. Also mal von hier. Warum geht's denn nicht andersrum? Ich sehe auch gar nicht, wie man den Weg hier dahin kriegt, ey. Das Ding ist gar nicht verbunden mit irgendwas. Irgendwie. Wie muss man das denn machen? Auf der anderen Seite hier? Warum kann ich dich denn jetzt nicht mehr dahin bewegen? Was? Alter, wie kommst du darüber? So, ne? Alter, warum ist das Ding so? Warum hat das dich hier in dem Spiegel reflektiert? Halt. Geh darüber. Geh darüber. Alter, was ist hier los?
Alter, ich krieg da nicht hin. Ja, schon alles versucht, Mann. Ja, wie kommst du denn da hin? Ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Ich sehe irgendwie gar nichts, was hier mit diesen Dingen verbunden wird. Muss er, boah. Ist er ja nicht, Mann. Wieso kann ich das Ding jetzt hier schon mal nicht bewegen? Warte, so, nee. So. Ja, warte mal. Wie wird das? Das Ding wird gar nicht mit irgendwas verbunden. Hier, das Ding, das wird gar nicht mit irgendwas verbunden. Ja, da kommst du gar nicht hin. Oh, leck mich doch. Boah. Warum war das jetzt so schwierig? Ah, muss ich aufspringen. Mal versuchen. Wir sind hier nicht noch 10 Minuten an diesem blöden Ding rum, ey. Ha, Neuling, tanz mit mir, Piep. Schau auf das Licht hinter mir. Versinke in einem Puls und verfolge den Rhythmus, Piep. Du wirst gerade von Dingen überfallen. Ist bei dem Licht die Verkabelung fehlerhaft? Was für ein altmodischer Freund. Du musst lernen, Freude im Leid zu finden. Vergiss es, ich werde mich nicht mit dir streiten. Ich finde schon ein Vögelchen, der meinen Humor teilt. Puh, das mein Humor teilt. So. Ist schon alles? Ja, bis auf das hier, ne? Mann, der hat mich jetzt ja bedingt ein wenig. So, dann reden wir noch mit Misha, nehme ich an, ne? Bevor wir weitermachen. Was werde ich hier ausgehen? Was habe ich hier schon alles? 9 von 19. Okay, hier sind noch ein paar. Und so, gehen wir mal und wir suchen Misha. Obwohl, hier ist ja auch noch was. Hey! Oh, ist die Saunazeit schon vorbei, Piep? In dem heißen Dampf werden sogar Federn aufgelockert. Aber irgendwie fühle ich mich benommen. Sind deine Flügel nass geworden? Origami-Flügel sind nicht wirklich aus Papier. Warum sollten wir also nass werden? Das können wir... Oder können wir das tatsächlich, Piep? Ich gehe sofort zu Dr. Blues und hole mir ein paar Antworten, Piep. So, neuer Kanaldeckel. Der heiße Dampf unter dem Kanaldeckel steigt sanft aus wie ein langsamer Atemzug. Er streichelt die Wangen des Passanten und verteilt großzügige Wärme. Wow, das könnte eine legendäre 7-Kanaldeckel sein. Der Kanaldeckel des Überflusses. Okay, Grusel Oma. So. So, Melon. Melon. So, hey, was haben wir denn da? Piep, wie hast du bloß meine perfekte Tarnung geschaut? Ich habe mir sogar einen Ballon mit Perücke besorgt, um die anderen Vögelchen zu täuschen, Piep. Weil meine Augen alles sehen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so einfach verlieren würde. Bis dann, ich gehe zurück und schaue, ob ich das letzte Vögelchen bin, das gefunden wurde. Nein. Oh Gott, ich habe ihn getötet. So, okay, zum Glück habe ich mit diesem Team ja keine Kämpfe gemacht, weil ich glaube, so ein Kampf war das nicht so gut, ja, dieses Team. Ich habe 2 Supporter, einen Angreifer und einen Heiler. Also, wenn ich hier gegen Boss oder so gekämpft hätte, dann wäre ich sowas von drauf gegangen. Womit ich aber nicht gerechnet habe, deswegen habe ich auch extra so ein krasses Team jetzt hier genommen. So, Alter, ich finde hier alles. Ich sehe alles heute. Hey, Fremder, willst du ein paar Ballons kaufen, Piep? Ich habe eine Weile in das Schaufenster geschaut, aber ich habe den Ladenbesitzer nicht zurückkommen sehen. Der Laden ist für immer geschlossen. So, das heißt, es
muss nicht mehr arbeiten. Ist das nicht Stone vorbehalten, Piep? Ich werde nicht warten können, bis er wieder da ist. Ich werde Dr. Blues nach einem Ballon fragen, Piep. Piep, ich kann nicht mehr. Was? Der 100 Origami für zum großen Baum zurückzukehren. Okay. Oh, ein Spheroid. Oh, Final Fantasy 10. Ich weiß, was ein Spheroid ist. Der Dampf und ein Kanaldeckel sinkt. Alle Wassermoleküle sind vereint und strahlen Freude aus. Ah, das muss einer der einzigartigen 7 Kanaldeckel sein. Der Kanaldeckel der Harmonie. Vorsicht, Kleiner! So, ich glaube, mit Misha werden wir heute nicht mehr reden können. So, es hätten alle böse Feinschmecker und Mongolenbohnen so nah sehen vorhin Grillon zusammengemischt. Was? Was hatten für einen Satz? War da noch ein vorher einer, den ich übersehen habe? Der heiße Dampf unter den Kanaldeckel entweicht langsam und gleichmäßig wie einer von langer Zeit entwickeltes Programm. Das ist bestimmt einer der 7 Kanaldeckel, über die man sich Geschichten erzählt. Das ist der Kanaldeckel der Gelehrsamkeit. Okay. Gelehrsamkeit. Ist das auch einer der Pfade? Ich weiß nicht, wie die auf Deutsch alle heißen. Ach, da ist wahrscheinlich hier Welt, ne? Ja. Ne. Doch. Ne, Gelehrsamkeit, das ist okay. Oder? Harmonie, das ist für Buffer, Zerstörung, Angreifer, Jagd, für einzelne Ziele, Gelehrsamkeit für Mehrfachziele, Nichtigkeit, Bewahrung. Warte mal, wo ist? Ah, ne, ich gucke was Falsches. Natürlich. Wie heißt imaginär? Ja, imaginäre Charaktere, wo ich mal. Aventurin war einer, aber ne? Welt ist auch imaginär. Welt ist auch ein imaginärer Charakter. Deswegen hätte ich den auch gerne. Und weil er cool ist. Oh, ein unbekanntes Gesicht. Bist du hier, um dich mit um ein Geschäft zu kümmern oder willst du nur plaudern? Wer bist du? Oh, gut, Frage. Ich bin ein sehr tiefsinniger und ein sehr tiefsinniger noch dazu. Für Pinakuni bin ich ein heimatloser blinder Passagier. Für meine Heimat bin ich ein Love E3 Massenproduktionsmodell 3451. Für die Bewohner vom Traumfluss trifft bin ich Kirk. Was dich angeht, du kannst mich als Spielwarenhändler sehen, der einen Hang dazu hat, den Dopaminkreislauf anorganischer Wesen mit Schnickschnack auf Trab zu halten und den Frontallappen organisierten Lebensformen zu stimulieren. Oh, magst du Spielzeug? Ja. Oh, welch eine Freude, einen ausgewachsenen organischen Lebensform zu treffen, die Spielzeug mag. Es gibt genügend unterhaltsame Wege, wie man effizient Freude im Universum verbreiten kann. Software, virtuelle Realität, chemische Substanzen und vor allem auf Pinakuni, wo es unzählige Unterhaltungsmethoden in der Traumlandschaft gibt. Warum sollte man da ein unbedeutendes Spielzeug scheren? Aber für manche anorganische Lebensformen sind Spielzeuge lustige Apparate, die sie mehr verzaubern als Spiel mit künstlichen Regeln und virtuellen Sinnesstimulationen in elektronischen Gehirnen. Nicht jeder Omnic hat die strukturelle Komplexität der Bürger des Planeten Skrullom. Oh, Skrullom. Viele von uns waren früher Spielzeuge für organische Lebensformen. In unseren Augen ist das Basteln in Spielzeugen so, als würde man mit etwas herumpuschen, das denselben Ursprung hat wie wir. Klingt interessant. Nicht wahr? Ich war mir ziemlich sicher, dass organische Lebewesen wie du diesen Konzept besser verstehen würden, wenn es so erklärt wird. Ich liebe diesen Ort. In dieser Traumlandschaft können alle gefühlfrei ausdrücken, egal ob organische oder anorganische Lebensformen. Ich hoffe auch, dass man meine eigenen Produkte solche aufmerksamen Ausdrucksformen durch mehr Gewicht verleihen. Ich wollte eigentlich nur bei dir was kaufen, weil du ein Shop-Symbol über die hattest. Ja, danke. Nur gucken, was du jetzt zu verkaufen hast, Mann. So, was ist das? Sie explodiert zu Beginn der Runde und verursacht massiven Schaden. Na, warum nicht? Unlösbarer Zauber. Das sind alles Items für einen Kampf, die ich nicht benutze, aber ich will sie haben. So. Ja, warum nicht? Hohlvogel-Spielzeug. Ja, warum nicht? Gib mir einige gruselige Spielzeuge, warum nicht? Kann ich meinen Kindern schenken. Oh, ist ein Vogel. So ein Vogel an.
Luftballon. Auf den Luftballon zu zeichnen ist eine wahre Kunst. Mit einem Strich gleitet der Stift über die Oberfläche und befeuert die Fantasie der Kinder. Oh Gott. Na gut. Wird wohl nichts mit Misha heute, ne? Ja gut, hier muss ich mich fernhalten, alles klar. Wenn ich nicht außerdem die Story weitermache. Bonk. Weiß nicht, ob ich mich hier noch umschauen werde. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich werde auch so nichts mehr machen hier. Umschauen mäßig. So, was? Da ist noch ein Kanaldeckel. Ich glaube, da wäre der sechste, ne? Du wirst vom heißen Dampf umgeben, der unter den Kanaldeckel hervorgeht. Wer bist du? Wohin gehst du? Welche Schmerzen bringt das Leben mit sich? Welches Leid erwartet sich nach dem Tod? Da muss einer der geheimnisvollen sieben Kanaldeckel sein. Der Kanaldeckel der Nichtigkeit. Oh, hier war ich noch nicht, sehe ich gerade. Wird bestimmt der letzte noch sein, ne? So. What the... Hallöchen. Willkommen. Oh, sag bloß, wir haben heute schon wieder einen neuen Gast bei uns. Bei allen den neuen Gesichtern in der Stadt habe ich total den Überblick verloren. Ich habe gehört, dass viele Leute wegen Unfällen aus der Traumlandschaft rüberkommen. Bei dir scheint das auch zu sein. Oh, Verzeihung, in meinem Alter plaut man gern mal aus dem Nähkästchen. Lass mich dir kurz erzählen, was wir hier machen. Wir sind das einzige Musikstudio in der ganzen Traumplus-Festung. Alle Angestellten sind hier automatische Instrumente, so wie ich. Wir handeln auch hauptsächlich mit automatischen Instrumenten. Von ein paar Alfalfa-Quills können Kunden das Instrument ihrer Wahl mitnehmen und zu Hause für sich spielen lassen. Natürlich stehe ich selbst nicht zum Verkauf. Außerdem verkaufen wir unsere eigenen Vinyl-Schallplatten. Oh, ich kann mir Musik hier kaufen. Komm her und schau sie dir durch, wenn ihr langweilig ist oder du mal traurig bist. Ja, meine, das ist das Motto unseres Laden: Breite der Welt Freude durch Musik. Kann ich mir Musik kaufen? Ich habe tatsächlich eine Menge Kohle. Träume gehen vor. Polarstern, muss ich mal. Fast und Furious. Furious, okay. Ich habe tatsächlich mehr Geld, als ich eigentlich jemals brauche in diesem Spiel. Brüllen der gerissenen Seite. Boah. Stille Selbstgefälligkeit. Ist das eine Tuba, die sich selber spielt? Boah. Und das ist der letzte Kanaldeckel, glaube ich. Der heiße Dampf unter den Kanaldeckel ist still und ruhig. Er schützt dich vor Kälte und vertreibt sie. Toll, das muss einer der sagenumwoben sieben Kanaldeckel sein, der Kanaldeckel der Bewahrung. Glückwunsch, du hast den Segen der heiligen sieben Kanaldeckel. Damit ist dein Name in der ganzen Welt der Kanaldeckel bekannt. Du willst wissen, was der Segen der Kanaldeckel bedeutet? Dann lass uns gleich zur Sache kommen. Sie sind cool und sie sind wirklich cool. Oh mein Gott. Wie auch immer, es ist cool. Oh ne, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf so ein Rätsel. Ich gucke jetzt noch, was hier ist. Hier sind noch mehr Läden. Ja, ich bin Genie. So, was habt ihr denn noch hier zu verkaufen? Jesse James. Werter Gast, willkommen. Was würdest du gerne essen? Wir sind eine alten Wirke. Okay, jetzt erzähl mir du nicht auch noch deine Lebensgeschichte. Ich will einfach nur ja was kaufen, okay? Meine Güte. Ich habe gerade mit der sprechenden wie heißt das Instrument nochmal? Bass, oder nicht? So, polychrome Säure. Gib mir etwas Originalsoße. Wir haben gerade mit dem entsprechenden Instrument geredet, okay. Muss mir mal eine Pause gönnen, ja, halt. Wie heißt das Instrument nochmal? Ich google das jetzt. Big Violin. Violin Name. Viola. Okay, dann muss ich den Namen nicht. Oder Cello. Viola, alles klar. Also Englisch jedenfalls der Name. Okay, den Namen wusste ich gar nicht. Jetzt wo ich darüber nachdenke. Weißt du, ob man damit Bass spielt? Gehen wir noch da oben ein bisschen hin. Da waren wir, glaube ich, noch nicht, ne? Vielleicht finde ich ja noch einen Vogel oder zwei, ne? Ne, 13 haben wir schon. Was kriege ich, wenn ich
das abgibt. Clocky Tickets. Ich habe die Statue, glaube ich, schon maximal gelevelt. Also ich glaube nicht, dass die mir noch was bringt, wenn ich die hochleveln kann. Außer die wird wieder hochgelevelt, wenn ich die Story weitermache. Oh man, die Grabsteine. Warum ist die Musik hier weg? So, da tue ich mich nicht hinbewegen. Traue ich mich nicht. Da ist noch eine Truhe. Stimmt, man konnte ja noch runtergehen. Boah. Warum hat die Musik aufgehört? Was ist hier los? So, sagt sie echt nichts, wenn ich irgendwie eine Truhe öffne oder so, weil sie stumm ist? So, da ist auch noch was, aber da hinten ist Misha, da sehe ich aber keine Truhe. Okay. Also nicht, dann haben wir ja erstmal alles erkundet, ne? Ich habe meinen Part für dieses Wochenende, meine zwei Parts für dieses Wochenende aufgenommen. Da ist noch ein Vogel. So, Piep, ich bin der teuflische Piratenkapitän. Ich bin die teuflische Piratenkapitänin. Noch bedrohlicher als Stone. Mein eiserner Kreuzer ist undurchdringlich. Nicht mal Bombenkopf kann das. Wow, das ist beeindruckend. Sag hallo zu meinem Pechverschläger. Da hast du mich sehr respektiert. Vielleicht den Titel des Piratenkönigs, Pieps. Jawohl. Ich bin der Piratenkönig. Meine Wenigkeit begibt sich nun auf eine neue Reise. Mögen wir uns bald wiedersehen, Piep. Ich meine, aha. So, gut. Ich würde sagen, ich mache hier Feierabend, ne? Gut. Dann erkunden wir hier das restliche Dingen beim nächsten Mal, ne? Ich werde dafür sorgen, dass Robin hier... Bis nächste Woche kriege ich die bestimmt auf Level 80, ne? Glaube ich. Oder nicht. Mal schauen. Welches Level hat sie jetzt? 63. Und jetzt 64. Ja, wird schon klappen, ne? Wenn ich mich hyper fokussiere auf sie, ne? Dinger werden auch hochgelevelt sein. Dann wird sie auch kampfbereit sein, ne? Gut, dann würde ich sagen, diese Folge können wir schon mal einstreichen, ne? Beim nächsten Mal geht es dann weiter. Wir reden mit Misha. Hat ein bisschen lange gedauert, weil ich hier so viel abgelenkt wurde von dem ganzen neuen Gebiet, von den ganzen Vögeln und so, ne? Aber kann ja mal passieren, ne? Vielleicht laufe ich ja noch mal ein bisschen rum, suche noch ein paar Vögel, wie zum Beispiel, also der, nee, der gehört hier zu den Bäumchen. So, da ist eine Truhe. Ronja. Oh, sie sagt auch nichts, okay. Vielleicht sagen die Leute einfach nichts. Ich glaube, Charaktere sagen aber auch nur was, wenn ganz dicke Truhen hier geöffnet werden, ne? Apropos Truhen. Aber vier fehlen noch. Boah. Vielleicht werde ich die Offscreen finden. Mal schauen. Außer ich finde hier noch was. Auf Anhieb. Aber wahrscheinlich nicht. Na gut. Ich bin der Band im Party. Beim nächsten Mal geht es dann weiter mit der Erkundung von Pinakuni, wo wir ein bisschen mehr hier Story. Wir haben eigentlich nicht viel storymäßig hier geschafft, ne? Wir haben uns von Glühwürmchen getrennt. Wir haben Misha gesehen, aber sind noch nicht auf ihn losgegangen. Wir haben einige witzige Dialoge hier gesehen, aber ja. Beim nächsten Mal wird es ein bisschen mehr hier geben, ne? Weil dann werde ich hier schon ein bisschen rumgerannt sein, habe hier alles erkundet und so, ne? Und ja. Keine Ahnung. Da wird es ein bisschen mehr Fortschritt geben, ne? Gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich voll freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.